Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videopodcast hier auf den Silvertipps. Diesmal geht es um das Thema Deutschlands löchriges Mobilfunknetz. Wir alle kennen das Problem. Man will telefonieren oder eine Datei verschicken und es geht nicht. Ob im Auto oder im Zug, auf dem flachen Lande, sogar in manchen Großstadtecken, das Handy sagt kein Netz. Aus ist es mit dem Versprechen, überall kommunizieren zu können. Deutschland liegt bei der Qualität der Netzabdeckung im Ländervergleich weit hinten in Europa. Laut manchen Studien ist das Mobilfunknetz sogar in Albanien besser als bei uns. Wirtschaftsminister Altmaier telefoniert aus dem Auto schon gar nicht mehr mit seinen ausländischen Ministerkollegen, weil es ihm peinlich ist, dass das Netz im Hochtechnologieland Deutschland dauernd zusammenbricht. Mit einer Funkloch-App will die Regierung seit ein paar Monaten Abhilfe schaffen. Die Nutzer sollen dokumentieren, wo sie kein Netz hatten und es dann melden, wenn sie wieder eins haben. Bund, Länder, Netzagentur und Telefonfirmen bemühen sich seit langem um Lösungen. Aber es geht nur schleppend voran. Jeder sieht die Probleme woanders. Bei den teuren Mobilfunklizenzen, beim mangelnden Wettbewerb, bei falschen Vorschriften, beim langsamen Antennenausbau oder bei den Protesten von Bürgerinitiativen gegen Mobilfunkmasten aus Angst vor Strahlenbelastung. Dabei ist allen klar, Konnektivität, also die Vernetzung, insbesondere durch digitale Kommunikationstechniken, ist von enormer Bedeutung. Eine Gesellschaft oder eine Wirtschaftsnation, die diesen Megatrend unserer Zeit verschläft, verschläft die Zukunft. Deutschlands Wohlstand beruht nicht auf unseren Bodenschätzen. Deutschlands Wohlstand liegt in den Köpfen seiner Menschen. Es geht um Ideen, um Kreativität. Dafür müssen wir gute Ausgangsbedingungen schaffen, eine gute Infrastruktur. Früher verstand man darunter Straßen, Schienen, Kraftwerken, Schule, Krankenhäuser und Ähnliches. Heute sind die digitalen Netze von ganz besonderer Bedeutung. Breitbandverkabelung, Mobilfunknetze, Internetknoten, das ist heute das zentrale Nervensystem einer Gesellschaft für Wirtschaft, Bildung und soziale Versorgung. Wir brauchen die Digitalisierung für unsere Kinder in den Schulen. Wir brauchen leistungsfähige Netze für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Wir brauchen Konnektivität auch für ältere und alleinlebende Mitbürger, damit sie im Fall des Falles Unterstützung bekommen können. Und wir brauchen Konnektivität durch Mobilfunk- und Breitbandnetze, auch für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Es darf nämlich nicht sein, dass der Netzausbau die Ballungsräume bevorzugt und die Menschen auf dem dünner besiedelten Land abgehängt werden. Wenn immer mehr Menschen in die Ballungsräume ziehen, ist es für die Dableibenden ein funktionierendes Mobilfunknetz, das wichtiger ist denn je. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das klingt schön und gut. Das löchrige Mobilfunknetz, sogar beim alten Standard 4G, zeigt ja, wie schlecht es darum bestellt ist. Deswegen mein Fazit. Wer es mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land ernst meint, der muss beim Weg dahin auch ernst machen. Der Zugang zum schnellen Internet muss ein Grundrecht werden. Dann kann sich jeder darauf berufen. Das Potenzial und die Chancen der Digitalisierung, insbesondere im ländlichen Raum, sind riesengroß, um ein gutes Leben für alle Altersgruppen zu ermöglichen. Mein Vorschlag? Wenn Sie demnächst einen Abgeordneten treffen, egal welcher Partei, dann machen Sie ihm das mal deutlich. Bis zum nächsten Mal, Ihr Helmut Reitze.